Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zum Wochenorakel vom, und jetzt schaue ich nach, bevor ich wieder irgendetwas Falsches sage, von Montag, dem 27. November bis zum 3. Dezember. Ja, wir gehen in den letzten Monat, wir beenden das Jahr. Ich möchte in dieser Woche, gerade weil wir in den letzten Monat gehen, nur ein Kartendeck von jeder Sorte nehmen. Das heißt, die ganze Woche wird es diese drei Kartendecks geben. Ich werde alle Orakel mit diesen drei Kartendecks legen. Das hier ist von Katrin Welz-Stein, das mystische Lenormand-Kartendeck. Quatsch, das mystische Tarot-Kartendeck. Das hier ist aus dem Angelina Schulze Verlag, das Licht und Schatten Lenormand. Und das hier ist von Christophania, die Kippa-Karten. Und ich lege los. Ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt. Und da haben wir sie schon. Und ich nehme sie auch. So, das ist der Montag, Dienstag, Mittwoch. Der Donnerstag, ob die Karten wirklich an den Tagen kommen, das weiß ich nicht. Ich mache das Ganze intuitiv. Die Engel sagen mir gerade, es geht zum, wie soll ich sagen, es geht, die Auswahl ist nicht mehr so groß, Dankeschön. Also es wird sich, ich sag's euch gleich, zentrieren. Es zentriert sich immer mehr, wie jetzt hier auf ein paar Kartendecks. Und das in dieser ganzen Woche, ihr Lieben. Ich glaube, das habe ich noch nie gehabt, dass ich in einer Woche nur drei Kartendecks nehme. Jetzt kommt eben das, was ihr noch nie hattet und trotzdem bewährt, beziehungsweise schon oft genommen habt. Ich habe übrigens heute Morgen hier für die Christophania-Karten das Begleitheftchen gesucht, was ich was nachlesen wollte. Es war vor meiner Nase. Ich habe es aber nicht gesehen. Das heißt, irgendetwas ist vor eurer Nase. Wir haben rückläufige Merkur wieder bis, glaube ich, 3. Dezember. Will ich mich aber nicht so festlegen. Es ist vor eurer Nase und ihr seht es nicht. Ihr seht es nicht. Danke. Das heißt aber auch, dass in dieser Woche ganz viele Karten einfach gerade liegen, also aufrecht. Das ist mein Montag, das hier ist der Dienstag. Ihr Lieben, dann schauen wir mal rein. Die 10 der Kelche, boah, das ist ja schon mal eine Hammerkarte zum Beginn. Die 10 der Kelche ist, die 9 der Kelche ist schon Wunscherfüllung. Und die 10 der Kelche ist emotional noch eins drauf. Das hier ist ganz tiefe Liebe, Verständnis, ohne etwas sagen zu müssen. Aber im positivsten Sinne, irgendwer hat mal zu mir gesagt, als wir über Zwillingsseelen gesprochen haben, sagte sie, weißt du, Astrid, das ist auch anstrengend, wenn du deine Sätze nicht zu Ende sprechen kannst, sondern der andere beendet deine Sätze, weil er genau weiß, was du denkst. Das ist auch anstrengend. Nein, das hier ist das, was ihr beide wollt, ohne anstrengend zu sein. Wir haben die 5 der Schwerter, das ist der Kampf, und wir haben die 4 der Schwerter, das ist die Ruhephase. Die Dame, wir haben den Schlüssel und das Buch. Schon wieder die Dame. Wow, Leute, seht ihr? Ja, klar, seht ihr. Das ist ein blöder Spruch, den ich mir da angewöhnt habe. Ja, hier wird es. Oh, der Gänsehaut bis in die Fußspitzen. Bis in die Zehenspitzen. Halleluja. Ja, das scheint ein richtig gutes Orakel zu werden. Also nimmt mich nicht so ernst, aber hört trotzdem zu, was ich sage. Das ist jetzt wieder total verrückt. Ihr wisst schon genau, was ich meine, ihr Lieben.
Hier öffnet sich die Tür und der Schatz dahinter zeigt sich. Genau wie es hier ist. Und der Schatz ist das, was immer für dich ein Schatz ist. Das kann für den einen das Materielle sein, wobei ich das hier nicht spüre. Und dennoch, es ist eine allgemeine Regung. Es gibt bestimmt für den einen oder anderen, wo die Million wirklich der Schatz schlechthin ist. Aber nein, hier geht es darum, dass diese Energie, die ruht, nicht auseinanderfällt, dass diese Ruhe in Bewegung kommt, weil hier diese Feder, die fällt in das Buch und sie fällt in das geschlossene Buch, es öffnet sich und hier unten haben wir das offene Buch, ihr Lieben. Da liegt es. Das ist genau das. Und da zeigt sich der Herr. Und zwischen euch hat sich hier etwas verändert. Zwischen euch hat sich etwas geöffnet. Dieser Kampf, die fünf der Schwerter, ist der Kampf, der aufgehört hat, wo man die Schwerter einsammelt. Und es hat aufgehört. Was mir ganz deutlich reinkommt, ist, sie hat die weiße Rose vor dem Auge und hat das rote Kleid an. Sie hat die rote Blume in der Hand. Es ist so, als wenn, was ich sehe, was ich fühle, ist, dass dieser Rot steht ja für den Kampf. Rot steht für den Widerstand. Aber auch das Blut des Lebens. Und das ist dieser Widerstand, dieser Kampf ist aus dir heraus in die Blume gegangen. Und somit hat sich dein zweites Auge geöffnet. Und somit hast du die Blume hier in der Hand und hast das blaue Kleid an. Diese Energie dieses roten Kampfes ist komplett in die Blume gegangen, hat sich transformiert in etwas Schönes. Und du bewegst dich in Richtung zu ihm. Das ist unfassbar, was hier liegt. Wir haben hier den Neumond und wir haben hier den Neumond, wobei wir am Montag Vollmond haben. Die Engel sagen gerade, hat mit dem Mond nichts zu tun, hat etwas damit zu tun, dass der Neumond. Da bin ich wieder ganz alleine, ihr Lieben. Ich glaube, der Vollmond steht für den Neuanfang. Für mich steht aber immer der Neumond für den Neuanfang. Das ist aber ein Gefühl, was ich in mir trage. Und ich habe ganz oft gesagt, nein, der Vollmond ist der Vollmond. Aber nein, ich habe das nicht gefühlt. Und deswegen stehe ich auch nicht dazu, wenn ich aber sage, der Neumond ist der Neuanfang. Das fühle ich bis in die Tiefen. Und genau das passiert hier. Diese Metamorphose kommt vielleicht sogar über Nacht. Wow, kann ich wirklich nur sagen. Also wenn es so beginnt mit den 10 der Kelchen, mit den beiden Büchern, die hier durch die Transformation, also ich bin selten sprachlos, aber das macht mich schon nicht sprachlos, wie ihr hört. So, wir schauen mal in den Dienstag. Hier haben wir, das sind die drei der Schwerter, das ist der Herzschmerz. Wir haben die zwei der Schwerter, das nicht sehen können, und die vier der Kelche, das ist diese Motzenergie, das ist das, dass man das nicht möchte, oh, wir sind vier gefallen, dass man das nicht möchte, was einem gereicht wird. Ja, soll ich so legen, den Diebstahl und das Haus, das Gespräch, und in das Gespräch soll ich die Zusammenkunft legen, so rum. Und mir fällt auf, dass hier sind die Kipperkarten, die müssten eigentlich, nein, nicht müssten, aber die lege ich normalerweise immer hier unten hin. Hier haben wir jetzt das Haus, wir haben die Dame schon wieder mit der roten Blume und wir haben die Sonne. Es ist so, dass hier unbedingt ganz deutlich werden soll, dass dieser Tag, dieser Dienstag,
mit der Sonnenenergie endet. Egal, wie sie angefangen hat. Vollkommen egal. Also es wird hier an diesem Dienstag mit dem Herzschmerz beginnen. Der Herzschmerz, der dir so viel gestohlen hat, der dein Herz, dein Haus, das Haus steht immer für dich als Person, der dein Haus in Schieflage gebracht hat, vielleicht sogar auf den Kopf gestellt hat. Und mir kommt rein, dass du das nicht gesehen hast. Das hier ist seine Energie, du hast es nicht gesehen. Und ich möchte jetzt hier deutlich sagen, ich schaue immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Wenn das bei euch anders ist, dann macht es bitte passend, weil es geht nicht darum, dass immer nur die Frau nicht sieht. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern du, egal ob du ein Herr oder eine Dame bist, die mir hier zuschaut, du hast es nicht gesehen. Und jetzt kommt hier etwas in Bewegung, was dir gar nicht so passt. Es wird dir was gereicht, was du vielleicht nicht so erkennen kannst, dass es genau das ist, was dich hier mit deinem Herzensmenschen aus dieser Situation rausbringt. Und dann kommt ihr hier zusammen. Es wird diese Gespräche geben. Vielleicht sind diese Gespräche heute die Polter, soll ich sagen. Also entweder klingelt er bei dir und du stehst auf einmal da und bist in diesem Gespräch drin. Oder er sagt, kommst du heute Abend zu mir? Oder er sagt, ich habe einen Tisch bestellt für heute Abend. Oder lass uns gleich Kaffee trinken in 5 Minuten. Hier geht etwas unfassbar schnell. Und das nimmt dir das vor Augen, was du gerade vor Augen hast, was immer das auch ist. Und wie gesagt, am Ende des Tages bist du diejenige, die den Kampf aufgegeben hat. Du hast die Rose in der Hand, die rote Rose, die hier noch für Herzschmerz gesorgt hat und der Diebstahl hat sich bewegt. Aber es geht in die Sonnenenergie. Die Sonnenenergie ist der Sieg, ist der Erfolg, ist das Ja, ist die Wärme, die warme Umarmung, ist das Anschauen. Bei mir kommt hier rein, die Sonnenblumen, die richten sich nach der Sonne. Es ist hier auf dem Bild genau andersrum und genauso ist es jetzt noch. Aber am Ende des Tages drehen sie die Köpfe und gehen in Richtung Sonne. Wir schauen auf den Mittwoch. Die 6 der Scheiben, das sind die 6 der Münzen, ist der Ausgleich, ihr Lieben. Wir haben den Ritter der Kelche. Und die Königin der Schwerter. Wir haben das Kind, den Ring und die Schlange. Wir haben, tja, die falsche Person, die hier als Schlange dargestellt ist. Wir haben das Gefängnis und die weibliche Hauptperson. Hier geht es darum, dass die weibliche Hauptperson aus dem Käfig raus ist. Die Schlange wird in den Käfig gesteckt. Und die Schlange mit all ihrer Schönheit, sie sieht außen anders aus, als sie wirklich ist. Oder sie wirkt anders. Das kommt mir hier ganz deutlich rein, weil diese Schlange, diese falsche Energie, diese falsche Person in diesem Gefängnis, es ist dasselbe Gesicht. Aber hier sind noch Blumen dabei. Das heißt also, die Blumen, die sie hier nicht zeigt, die sie im Inneren aber trägt, die werden mit eingeschlossen. Und übrig bleibt die weibliche Hauptperson. Und jetzt ist die Frage, bist du die Schlange? Wird nur die Schlangenenergie in dieses Gefängnis gesteckt? Oder geht es hier um eine dritte Person? Wir haben hier auch nochmal die Schlangen. Insgesamt geht es aber um die Verbindung zwischen euch oder die Verbindung in dir. Dass du auf der einen Seite diese Schlangenenergie hast, auf der anderen Seite die schon diese wunderschöne Frau bist. Vielleicht bist du aber auch die Schlangenenergie für jemand anderes. Und für dich bist du diese Person. Das heißt also, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten. Diese Verbindung steht einmal für Verbindung mit anderen, vielleicht mit dem Ritter der Kelche, der hier dein Herz in den Händen trägt.
Und zwar nicht in romantischer Liebe. Wir haben den Herzschmerz hier gehabt, der sich aber so gelegt hat in die Legung. Das ist das Herz, was sich hier zeigt. Die Farben sind sehr gleich. Es ist das Herz, was sich hier nicht in romantischer Liebe zeigt, sondern mit dem Schmerz, wie es ist. Und hier spielt jemand damit. Vielleicht hast du mit seinem Herzen gespielt. Vielleicht hat er das so empfunden. Du hast es aber nicht gemerkt. Und du bist jetzt die Königin der Schwerter, die hier mit ihrem Fernglas auf diesem Ballon sitzt und weit gucken kann. Du bekommst einen größeren Überblick, kommt mir hier rein. Die Königin der Schwerter, die Schwertenergie, das ist die kühle Energie. Das ist die Energie der Gedanken, der glasklaren Entscheidungen. Und du kannst diese jetzt treffen, indem du in dein Fernglas schaust und du kannst weiterschauen. Wir haben hier mit den 6 der Scheiben, das ist der Ausgleich. Der Ausgleich, der hier in diese Tasse tropft. Und hier ist, entweder ist schon drin oder es kommt da noch rein. Das ist in Arbeit, es bewegt sich. Es bewegt sich, wie dieses Kind die ersten Schritte macht. Ihr macht die ersten Schritte aus dieser falschen Person, aus dieser Schlangenenergie raus. Entweder kickt ihr die dritte Person raus oder die Energie in dir, an dir, von außen gesehen, wechselt, ändert sich. Und das, was in deinem Bewusstsein ist, was in deinem Kopf ist, das ist diese Schlangenenergie. Und auch hier muss ich wieder sagen, vollkommen egal, ob du als Schlange angesehen wirst oder dich als Schlange fühlst oder eine dritte Person hier involviert ist, du bekommst den Überblick. Und eventuell wird hier ein Vertrag unterschrieben. Der Ring ist auch immer, steht auch immer für den Vertrag. Hier kann es um einen Vertrag gehen, gedanklich das Alte, die Verletzungen ruhen zu lassen, den Ausgleich in neue Bewegung zu bringen. Der Donnerstag. Haben wir da den ersten an dem Donnerstag? Bevor ich was Falsches sage, schaue ich doch nochmal rein. Nee, am Freitag ist der erste. Also, das hier ist der letzte Tag in diesem Monat. Wir haben die 8 der Schwerter, das ist das Gedankengefängnis. Wir haben die 7 der Scheiben und wir haben die Nostalgie, die Vergangenheit. Bei den 8 der Schwertern ist ganz klar zu erkennen, dass es hier darum geht, dass du gefangen bist, dass du mit deinen Flügeln gefangen bist. Aber schau mal, der Käfig ist auf. Und du bist ein Engel. Du kannst fliegen. Und du musst dich nur bewegen. Wenn du dich aufstellst, dann geht der obere Teil dieses Gefängnisses, der kippt nach hinten. Und die Flügel, die ziehst du durch, ohne Verletzungen, einfach so mit Leichtigkeit. Hier wird sich in dem Gedankengefängnis, in deinem Gedankengefängnis, das war wichtig, dass du da drin warst. Mein Sohn macht mich heute verrückt, ich hoffe euch nicht. Es war wichtig, dass du diese Zeit durchlebt hast, dass du dich auch konzentriert hast auf diese Gedanken, weil das ist jetzt deine Ernte der Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist dieses Gedankengefängnis. Ich möchte euch sagen, dass egal was du erlebt hast, es war wichtig. Es hat dich dahin gebracht, es hat dich geprägt. Es hat dich geprägt und ich soll euch noch was sagen. Ich kann es gerade nicht hören. Moment. Ah, okay, also.
Ich möchte jetzt auf die Impfungen mal eingehen, auf die Corona-Impfungen, ganz kurz. Wir haben das C, seht ihr das? Ob ihr das machen sollt oder nicht. Ganz viele Menschen sind im Zwiespalt, ob sie es machen sollen oder nicht. Und ich soll euch sagen, macht das, womit ihr euch gut fühlt. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen. Wenn ihr euch impfen lassen wollt, dann macht das. Weil wenn es euch damit besser geht, wenn ihr euch damit gut fühlt, dann macht das. Ohne schlechtes Gewissen. Wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann macht das auch. Ohne schlechtes Gewissen. Wichtig ist, dass ihr euch gut fühlt. Ich habe die schlimmsten Horrorvisionen wieder gehört, was mit Impfung zu tun hat. Und ich möchte euch aber sagen, beziehungsweise ich möchte nicht, ich soll euch sagen, stellt euch mal vor, wenn alle Menschen sich gut fühlen mit dem, was sie machen, dann strahlen sie das nach außen. Das, was du in dir trägst, trägst du nach außen. Wenn du Kampf in dir trägst, trägst du das nach außen und du ziehst genau diese Menschen an. Wenn du Widerstand in dir fühlst, das heißt, du lässt dich nicht impfen, weil irgendwer das gesagt hat, aber du hast so einen Widerstand in dir, dann ziehst du Menschen an, die in dieser Energie sind. Und wenn du dich nicht impfen lässt und damit gut fühlst, einfach innerlich ein gutes Gefühl hast, strahlst du das aus und du ziehst die Menschen an, die Situationen, die Dinge, die sich gut fühlen, die sich gut anfühlen. Vollkommen egal, ob du geimpft bist oder nicht. Und das sollte ich hier jetzt wirklich mal ganz deutlich sagen, weil wieder ganz vieles unterwegs ist. Wir kommen zurück. Montag, Dienstag, Mittwoch, an dem Donnerstag, an dem letzten Tag im November. Wir haben den Fuchs. Wir haben die Engelsflügel und wir haben den Mond. Wir haben das Geschenk, wir haben das große Glück und das Warten. Die Engelsflügel sind für mich der Engel. Der Engel, der dir hier etwas reicht. Und der reicht dir. Seht ihr das? Ich habe jetzt das Licht. Ich habe es nicht absichtlich getan, aber seht ihr, hier ist ein Licht. Seht ihr das? Und es hat sich in dieser Kugel gefangen. Nein, nicht gefangen. Gefangen ist nie gut. Es wird dir weitergereicht. Es wird dir dieses Licht, was sich hier zeigt, durch den Engel weitergereicht. Durch die Hände der Engel. Und es kommt an in den Fuchs. Und dort, wo der Schwanz des Fuchses hin zeigt, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist hier, das war der Mittwoch, nee, das war der Montag. Das war der Montag. Das war die erste Karte. Nee, ist auch nicht wahr. Ich weiß es wieder nicht. Das war der Montag. In die Sonne. In die Sonne, in die Sonnenenergie, in den Erfolg, in das Ja, in die warme Umarmung, in das Köpfchen drehen Richtung Sonnenenergie, Richtung Erfolg. Wir haben hier die Sonne und wir haben hier den Mond. Wir haben ganz viel, was sich abrundet. Hier haben wir diese Pusteblume. Wir haben hier die Blase. Wir haben die Uhr. Wir haben den Mond. Und wir haben auch mit den sechs der Kelchen die Balance. Hier rundet sich etwas ab. Und nicht zuletzt haben wir die Kugel, die hier gereicht wird von diesem Engel. Die Ernte, es kommt die Ernte, die du durch dein Gedankengefängnis, was dich so lange wirklich in deiner kleinen Welt nur gelassen hat, du kommst jetzt raus, du nimmst dieses Fernrohr von vorhin, nimmst du in die Hand und du schaust dir die Vergangenheit nochmal an. Und du schaust auf diese acht der Schwerter und merkst, dass es gut und wichtig war, diese Zeit zu erleben, dass es ein Geschenk war, aber dass es jetzt auch gut und wichtig ist, weiterzugehen, in die Ernte zu gehen, das anzunehmen, was dir die geistige Welt hier reicht. Und auch wenn es eine Luftblase ist, die platzen kann, dennoch ist sie dein großes Glück. Dieses Mammut steht für uraltes,
unfassbar stark und großes Glück. Und das spüre ich hier. Ich habe es kürzlich erst gesagt, ich habe die Jahrhundertliebe gespürt und die spüre ich hier auch. Die wird gereicht. Und dann kommt hier die Vergangenheit mit dem Wachtnamen, die Vergangenheit in die Vollendung. Und hier haben wir den Vollmond, ihr Lieben. Auf Herzebene in die Vollendung. Ja, jetzt gehen wir in den Freitag. Wir haben die Sieben der Kelche, das ist das Verliebtsein. Wir haben den König der Stäbe, das ist der leidenschaftlichste Mann im Tarot. Und wir haben die Kraft. Hier haben wir die Hand, wir haben den Bären und wir haben den Klee. Und wieder ist alles schief. Wir haben die Gedanken, die Militärperson und das kleine Kind. Bei der Militärperson kommt der Schutz rein. Schutz und dennoch Herzenswärme. Diese Militärperson, die sich hier geschützt hat, die lässt einen Blick in sein Herz zu. Und in diesem Herzen sieht man eine Person, die mit zwei anderen Personen einen schönen Moment am Wasser hat, in das Abendrot oder in das Morgenrot schaut. Das ist das, was ich hier spüre, wenn ich diese Karte betrachte. Dieser, ach so, so starke Mann, so, wie soll ich das sagen? Das hier ist jemand, der nicht Befehle ausführt, aber jemand, der seinen Weg geradeaus geht, der nicht nach rechts und links geht und auch nicht fragt nach rechts und links. Er hat das beschlossen, beziehungsweise sein Herz gibt ihm das vor und dann geht er. Und das ist genau dieser Mensch hier. Und ich sehe, auch wenn es nicht stimmt, dass dieser Mensch auch eine Uniform anhat. Und es ist aber da eine Leidenschaft in ihm. Das heißt also, hier kommt jemand mit Uniform, ganz strukturiert, vielleicht sogar stur, was mir auch reinkommt, ist mit Scheuklappen und dennoch ganz viel Leidenschaft. Leidenschaft, die sich jetzt hier bewegt, die aus dem Winterschlaf rauskommt. Auch wenn die Bären jetzt erst in den Winterschlaf gehen, aber dieser Mensch kommt hier aus seinem Winterschlaf raus. Ganz eindeutig. Weil er transformiert ist. Wir haben hier den Schmetterling und wir haben hier ganz viele Schmetterlinge. Und das hier ist im Brustbereich, im Herzbereich und in seinem Kopf bewegt es sich. Hier bewegt sich die Sehnsucht, die hier bewegen sich die, wir hatten eben die Nostalgiekarte, die das, was früher passiert ist, bewegt sich, er kommt in andere Sichtweisen, es transformiert sich. Weil er jetzt andere, wie soll ich das sagen, die Sieben der Kelche ist das Verliebtsein, das rosa-rote Brille. Aber hier geht es darum, dass man ihm andere Sterne zeigt, andere Möglichkeiten einer Situation, wie es auch gewesen sein könnte. Und dann schaut er sich die an und er dreht sich rum, er lässt sie in seinem Rücken und er geht leidenschaftlich in die Kraft. In das Glück, in den Neuanfang, Leute. Dieses Kind hat, ist, steht, also das Kind steht ja schon für Neuanfang, aber dieses Kind hat den Schlüssel in der Hand, den Schlüssel zu seinem Herzen. Ganz starke Energien, unfassbar stark. Der Samstag, die Mäßigkeit. Der Stern ist die höchste Schutzkarte und der König der Scheiben, der König der Münzen,
Der Blumenstrauß, die Fabrik und die Störche, die Aktivität, die reiche gute Herr und die trüben Gedanken. Bewegung, die Mäßigkeit, hier werden Tauben losgelassen, Tauben bewegen sich. Diese Tauben, die weißen Tauben stehen für den Frieden. Und hier ist jemand in den Frieden gekommen, weil er an sich gearbeitet hat, weil er an der Vergangenheit gearbeitet hat. Und er hat sich ein ganz stabiles Fundament hier aufgebaut. Und dieses Fundament kommt jetzt in die Veränderung, in die positive Veränderung. Diese Fabrik fällt mir ganz deutlich auf. Ich sehe überall Blumenranken auf dieser Fabrik. Das heißt, das, was, ich will nicht sagen hässlich ist, aber was funktionell war, was funktioniert hat, die Mitte des Herzens, was funktioniert hat, was funktionell war, es fällt mir gerade nichts anderes ein, bekommt mit diesen Blumenranken die Möglichkeit oder beziehungsweise wird jetzt schön gemacht, wird jetzt schön gefühlt in der Herzmitte. Und es ist ein ganz stabiles Fundament, was dieser Mensch hier mitbringt, was von oben geführt und geschützt wird. Und was hier in Bewegung kommt, das ist die Aktivität, die hier in Form eines Geschenkes, einer Einladung vor deiner Tür steht oder in deinem Briefkasten. Und die trüben Gedanken, das sind die Gedanken, wie diese Fabrik ursprünglich ausgesehen hat, die kommt jetzt hier in die positive Veränderung, weil der König der Münzen sich verändert hat. Der ist so in seiner Sicherheit. Und dieser reiche, gute Herr hat ja hier auch ganz viele Münzen. Hier geht es überhaupt nicht ums Geld, ihr Lieben. Es geht um die Sicherheit, die mit diesen Münzen verbunden ist. Das Licht flackert. Ja, die Veränderung kommt eindeutig zu euch. Und sie ist schon so wie das flackernde Licht. Sie zeigt es an, sie kündigt es an. Das flackernde Licht ist ganz oft auch wie ein Sirenenlicht. Ich habe ganz viel flackernde Lichter. Aber nicht, weil meine Lichter kaputt sind, sondern weil sie einfach, ja, jetzt flackert es, in einer halben Stunde ist es wieder gut. Es hat alles seinen Grund, ihr Lieben. Wir schauen mal auf den, auf das Ende auf, dieser Woche, auf den 3. Dezember. Die Liebenden. Die 10 der Stäbe ist die Überlastung. Die Überlastung an schönen Dingen. Seht ihr das? Hier sind ganz viele Blumen und diese Frau, die ist so gebeugt, sie ist so überlastet, belastet. Das ist das Burnout. Gar nicht. Die 9 der Stäbe ist das Burnout. Hier haben wir die 10 der Stäbe. Auch wenn es wunderschön ist, ist es trotzdem belastend. Und wir haben den Ritter der Scheiben, den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen, das ist der Münzensicherheit. Ich habe das Gefühl, als wenn hier eure Liebe belastet wird. Ich gehe mal rein. Der Baum, der Reiter und der Sarg. Das hier ist Stress, Angst und Stress. Das ist aber die Karte der Kummer und Widerwärtigkeiten. Wir haben die männliche Hauptperson und wir haben die traurige Nachricht. Ganz eindeutig ist hier, oh, ich spüre es, eure Liebe heilt, aber von außen kommt dieser Stress, dieser Kummer. Du kannst doch nicht mit der wieder zusammenkommen. Die hat doch gar nicht deinen Stand. Die ist nur wegen deines Geldes mit dir zusammen. Die Religionen passen doch überhaupt nicht. Diese Liebe hier wird belastet von außen. Diese Blumenmenge liegt auf ihrem Rücken. Sie kommt nicht von innen, sie kommt von außen. Und hier haben wir den Reiter zweimal. Egal, ob hier der Ritter der Scheiben steht, ist es vollkommen egal. Wir haben hier den Reiter und wir haben hier den Reiter. Und dieser Reiter hier, der bringt
eine Nachricht von etwas, was schon mal eingesagt war, in die Heilung. Isa sagt, das ist das, was von außen gesehen wird. Es kann sein, dass ihr wieder zusammenkommt, es aber verheimlicht, dass euer Außen das nicht wissen soll, weil ihr genau wisst, wie sie reagieren. Und das ist die traurige Nachricht. Das ist die Nachricht, dass hier eure Mitmenschen, eure Familien, eure Lieben euch diese Liebe, ich will nicht sagen, nicht gönnen, aber vielleicht haben sie auch Angst um euch. Vielleicht war diese Liebe mal und ist aber ganz schwierig auseinandergegangen. Hier ist, das ist die Last von außen. Und das Außen wünscht sich diese Liebe wieder im Sarg. Und jetzt kommt es darauf an, wie stark seid ihr? Wie stark bist du, dein Gegenüber? Auch wenn es noch so viele Tränen hier geweint werden, weil euer Außen euch das nicht gönnt, es ist falsch ausgedruckt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Letztendlich sind es diese Tränen, die aber in diese Perlen münden und die euch wirklich dieses unfassbare Glück geben, diesen Reichtum geben. Ihr Lieben, wir schauen mal, was will die geistige Welt euch denn jetzt noch sagen? Wir haben die drei der Kelche, das ist die Dreierkarte. Es ist aber auch, nee, ich sag's weiter. Wir haben den Herrn, schaut euch das an, hat die Rose in der Hand und wir haben das unverhoffte Geld. Dieser Herr, ich habe gesagt, das rote Kleid zieht die Kampfenergie, diese Kampfstimmung in die Blume, in die Schönheit. Hier wird etwas, was nicht schön war, wird schön gemacht und nicht mit Gewalt, sondern weil er es einfach spürt. Die Rose steht für die Liebe, ihr spürt die Liebe. Und er bringt dir auch seine Kampfenergie. Hier kommen das, was du mit dieser Rose gemacht hast, mit diesem roten Kleid, das hat er mit seinem roten Anzug gemacht. Und er bringt dir jetzt hier diese Rose. Und ihr könnt feiern. Hier können kommen, bei den drei der Kelchen kommt mir hier eindeutig rein, dass hier, was habe ich gesagt, es wird abgerundet. Und das hier ist der eine Ring, das ist der andere Ring und der kommt zusammen in einen großen Ring. Das hier sind die Ringe. Die Ringe, die hier zusammenkommen in einem großen. Und es kommt schnell. Es kommt plötzlich. Das unverhoffte Geld hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Es hat hier wieder mit Fülle und mit Sicherheit zu tun. Er kommt und er schaut in die Sonne, in das Ja, in den Erfolg, in den Sieg. Eine sehr außergewöhnliche Legung, finde ich. Nicht nur, dass ich nur einen Karten oder von jeder Sorte ein Kartendeck genommen habe, auch der Hinweis, den ich zwischendurch gegeben habe, der so wichtig war, den ich schon ganz lange hätte sagen sollen. Ich habe es immer wieder vergessen. Und eben die Aussage für euch beide. Und ich möchte noch einen Satz sagen, es muss nicht nur um die romantische Liebe gehen, es kann in jeglicher Hinsicht um die Verbindung gehen. Macht's gut, habt eine schöne Woche, ihr Lieben, einen guten Start in diesen Dezember.